Moin Moin, wir sind hier am Stand von HP Velotechnik. Bei mir ist der Herr Paul Hollands und er wird uns jetzt seine Liegeräder präsentieren. Ja, wir stehen hier an unserem ganz neuen Rad, dem Gecko FX. Das ist das erste komfortable Faltdreirad, was man in unter 10 Sekunden falten kann. Und das hat einen ganz besonderen Clou, es bleiben nämlich alle Teile beim Falten am Rad. Das heißt, bei konventionellen Dreirädern musste man bisher den Sitz abnehmen oder die Laufräder abnehmen. Und hier haben wir den Vorteil, dass man das Rad gefaltet zu einem ganz kleinen, kompakten Paket zusammenfalten kann und es dann auch einfach mit die Treppe hochnehmen oder in die U-Bahn nehmen kann. Zeig uns doch mal bitte jetzt an dem blauen Gecko, wie fix das Rad zusammenfaltbar ist. Okay, das machen wir jetzt ganz schnell. Wir gehen mal hier runter an den Sitz. Der Sitz ist mit einem einfachen Schnellspanner befestigt und kann nach vorne geklappt werden. Wird mit so einem Klettriemen hier vorne gesichert. Da haben wir die erste Faltachse. Und jetzt kommt der besondere Clou, eine zweite Faltachse. Das ganze System heißt Dual Flat Fold, was wir haben, womit dieser Hinterteil jetzt unter das Rad gefaltet wird. Ich mache das jetzt gleich mal in einer einzigen Handbewegung. Das sieht ein bisschen flüssiger aus. Achtung. Jetzt haben wir das Rad auf diese Art kompakt zusammengefaltet, hochkant stehen. Und das ist die nächste Besonderheit, dass ich das hier verriegle, dass man das Rad auf diese Art und Weise auch einfach platzsparend abstellen kann. Oder in dieser Form, wenn man es hoch, auch sehr raumsparend durch enge Treppenhäuser oder Hausflure tragen kann. Welche Eckdaten hat das Bike jetzt in Sachen Gewicht und wie ist der Verkaufspreis? Das Gecko FX wird bei HP Velotechnik in Kriftel bei Frankfurt montiert. Wir haben ein Baukastensystem, das heißt, die Kunden können sich die Ausstattung aussuchen. Los geht's beim Gecko X mit 1.990 Euro. Das ist ein ziemlicher Preisschlager für unsere Verhältnisse. Man hat hier schon den optimalen Dreiradfahrspaß zum Einsteigerpreis. Das ist allerdings ohne E-Antrieb. Der kommt nochmal mit ungefähr 2.000 Euro dazu. Man kann gleichzeitig das Rad auch mit allen anderen modernen Ausstattungsoptionen wie Roloff-Narben oder Schmitz-Narbendynamos oder Scheibenbremsen und ganz persönlich nach seinen Vorstellungen aussuchen. Gewicht? Gewicht ab 15,8 Kilo. Wir haben da ein paar Details, zum Beispiel einen Carbon-Tretlagerausleger gemacht. Das heißt, Rahmenteile stellen wir jetzt hier auch auf der Eurobike in Carbon vor. Damit verbinden wir das Thema Leichtbau mit Effizienz. Super, das waren ja viele Informationen. Eine tolle Vorführung. Danke für die Informationen und viel Glück mit dem Rad. Okay, danke, bis später.